Ich meine, hier ist ein Meer in der Nähe, hier haben wir eigentlich alles. Müssten wir halt eigentlich hier nur einen Zaun bauen. Da. Ich muss ja ehrlich zugeben, bei Nacht fühle ich mich lange nicht so wohl wie am Tag. Forest, die Nacht in Forest ist doch schon echt relativ krass. Echt relativ krass, was? Da hinten, da flackert irgendwas. Dann müssten wahrscheinlich Eingeborene sein. Aber ist doch kaum was los. Hier ist. Guck mal, der Baum, der leuchtet, warte. Guck. Oder auch nicht. Alter, der Mond, der sieht es doch schon echt nice aus und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, weil nachts bauen will ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich dann Angst habe, dass dann Eingeborene kommen. Und wenn wir in der dritten Folge schon verrecken, ist scheiße. Ist wirklich scheiße. Ich meine, wir könnten. Ach, was kann man sonst so Neues bauen? Ich meine, wir könnten uns ja vorerst tatsächlich mal so ein kleines Ding hier bauen. Einfach nur zum Übernachten. Dann bauen wir das tatsächlich vielleicht einfach hier so hin. Hier, so oder so hin, hier hin, so. Jetzt fehlen es wahrscheinlich gleich die Blätter. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gesagt. Jetzt können wir noch die Blätter suchen. Macht mir unheimlich. Das hört sich wieder einigermaßen normal an, habe ich das Gefühl, ne? Oder? Kann das auch sein, dass der Sound relativ leise ist? Also der Forest-Sound allgemein. Ich versuche gerade mal kurz am Headset lauter zu stellen. So, okay, ein bisschen lauter gestellt. Machen wir hier noch einen PC lauter. Und dann müsste eigentlich allgemein passen. So, hier, das hier nehmen wir auch noch mit. Den Sticky hier. Was? Da waren Schritte. Ich hoffe, es waren unsere Schritte. Ja, waren unsere Schritte. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir wieder ein paar Stickies. Dein Ernst, uns fehlen tatsächlich nur noch die beschissenen Blätter. Wobei, das hier gehört doch tatsächlich den Eingeborenen. Und wenn wir hier sind, ich denke nicht, dass die wirklich so erfreut sind, wenn wir hier sind. Und deren und hier, dass sie alles bebauen. Das gibt viel schlaflose Nächte, das sehe ich jetzt schon. So, ein bisschen Platte haben wir jetzt wieder. Willst du mich verarschen? Hier da hinten sind Büsche, ne? Da ist gerade was aufgeploppt hier. Was? Wasser, Wasser, Wasser. Boah, Alter. Geleckt mich doch. Toll. So, hat sich total gelohnt. Aber irgendwann können wir jetzt in Ruhe schlafen. Und die Versuch. So, wir speichern gerade mal kurz. Die Wolken kommen. Hat gespeichert. Ja, dann schlafen wir auch gerade mal kurz. Hey, geil, wir haben durchgeschlafen. Boah, geil. Und dann fällen wir jetzt den ersten Baum. Der Sound. Ekelhaft. Ich weiß gar nicht warum. Immer noch nach wie vor, keine Ahnung warum. Na gut, fall in die Richtung, ist mir eigentlich egal. Bis auf die Nahrung. Die Nahrung könnte hier tatsächlich ein Problem werden. Die Nahrung könnte hier doch tatsächlich ein Problem werden. So, zwei Baumstämme haben wir. So. Und ein bisschen Rüstung haben wir natürlich auch, aber wir brauchen unbedingt. Haben wir eigentlich Seile? Nee, ne? Verdammt.
So ein Wasserkollektor brauchen wir auch noch. Hey, das hört sich ja normal an. Irgendwo Angeborene. Ah, okay. Was? Auch noch zwei Stück haben. Aber das waren noch fünf. Da müsste da jetzt doch irgendwo einer liegen. Aha, aha. So, ich hoffe, dass wir das jetzt in dieser Folge schaffen. Dies zumindest ein Teil davon fertig zu bauen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber wäre halt cool. Dann können wir in der nächsten Folge gleich mit der Wand anfangen. Es liegt tatsächlich an den Kopfhörern, soweit ich weiß, müsste das tatsächlich an meinem Herz liegen. Es ist schön. So, der fällt um. Also wir scheinen ja sehr, sehr wenig Besuch zu haben. Bis jetzt. Was mich sehr freut. Ich werde aber ehrlich gesagt nur noch das Blink-Bloing. Blink-Bloing-Bloing-Bling. Naja, okay, wenn man jetzt überlegt. Es ist doch schon eine Menge Holz. Rein theoretisch ist es doch wirklich eine Menge Holz. Und dann kommen wir hier nicht mehr zur Tür rein. So wie ich das aus vielen Videos kenne, kommt man hier einfach nicht zur Tür rein. Das heißt, da müssten wir uns jetzt hier reinducken. Aber na gut. Was willst du machen? Ich hoffe tatsächlich, dass es jetzt kein Sticky Baum ist. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hey, ein Sticky. Nein, ist kein Sticky Baum. Genial, geil. Alter, lass mich doch mal. Was? Jetzt. Nein, dich auf meinen Kopf! Das war, ja, das waren wir. So, jetzt können wir die ganzen Baumstämme einsammeln. Und die ploppen erst auf, wenn man relativ nah dran ist. Sehr schön, toll. Ist hier Satz irgendwie? Ich sehe durch den Tarndings mal überhaupt nichts, aber überhaupt nichts. Jetzt hier auch noch welche. Was machen die da hinten? Und damit ich mir vielleicht hier einfach. Ich meine, wenn wir schon dabei sind, könnten wir rein theoretisch hier vielleicht den hier bauen. Was waren wir? Okay. Ein Sticky. Es ist ja. So. Ach ja, ist das schön. Wenn ich mal wieder ein bisschen Forest. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist eine Mischung aus Forest, Stranded Deep und Subnautica. Also Forest für die Landschaft, also wegen den Feinden und so. Stranded Deep tatsächlich für das Bausystem. Und Subnautica wegen der Unterwasserwelt.
Würde ich mir tatsächlich wünschen. Wäre richtig geil. Nein, andere Richtung, andere Richtung! Alter! Nein! Hier irgendwo müsste es noch einer sein. Toll, jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Doch. Hier müssten jetzt... Schön! Die Baumstämme sind weg, alles schön und gut. Scheiße! Es ist mal wieder typisch, dass die Steine ja tatsächlich die Steine in Forest sind tatsächlich noch so ein Problem für sich. Die schlucken hier alles. Die schlucken alles, die schlucken Eingeborene, die schlucken alles. Einfach alles. Ist eigentlich cool, aber irgendwie auch scheiße. Eigentlich ist es scheiße. Ja. Boah, Alter. Na, also. Fall in die Richtung. Hat er sich nochmal gedreht, der Drecksack. Hast du jetzt ernsthaft... Alter, ich wollte gerade sagen, er hat keine Kraft mehr, um irgendeinen Baumstamm zu tragen. Das wäre ekelhaft. So, und... Wo ist der andere Baumstamm? Hier war doch noch irgendwo einer. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ist er hier irgendwo hingerollt? Nein. Toll. Schön. Ich denke, dass wir noch ein paar Bäume fällen müssen. Machen wir den hier auch mal kurz weg. Snickers. Obwohl, könnten wir eigentlich auch. So, jetzt haben wir da. So. Na, fall halt in die Richtung. Warum bei manchen Bäumen das Echo und bei manchen nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, nichts sagt, dass ich gegen das Echo irgendwas hätte. Aber, also nicht, dass ich gegen das Echo irgendwas hätte, aber, mit der Zeit geht es mir halt schon an den Sack, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Und da fällt genau... Ja, ist das geil. Alter, ist der Baum geil gefallen, du echt. Hey, wir kommen gut voran. Oder auch nicht. Toll. Ich hätte gerade gedacht, wir hätten 40 von noch mehr irgendwas. Ich... Ja. Hier ist dann kein... Doch, hier. Jetzt auch nochmal zwei Stück. Und wir haben wieder keine Stickies. Toll. Ich glaube, Stickies könnte ja tatsächlich ein kleines Problem werden. Und die Nahrung ein etwas größeres. Ich nehme das mit den Stickies zurück. Das sind Beeren, giftige Beeren. Das sind auch giftige Beeren. Hier, jetzt auch nochmal zwei Baumstämme. Die nehmen wir natürlich mit. Und hüpfen durch die Gegend, wie die Eingeborenen. So. Das sind... Das ist irgendein unnötiger Busch, den hauen wir weg. War hier irgendwas? Nee. So. Was? Hallo? Ah, okay. Nein, 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 in die Richtung. Fall in die Richtung. Hat er sich nochmal gedreht, der
Drecksack.